Hallo und herzlich willkommen bei der dritten Folge von The World of Warcraft. Ja, was haben wir zuletzt gemacht? Wir sind der Verderbnis weiter auf der Spur gewesen, haben viele Sachen gemacht und ich würde jetzt gerne einmal die nächste Quest mit euch annehmen. Ja, und... Ja, und reiten kann ich immer noch nicht. Ich muss mir echt mal einen Zeitplan, Entschuldigung, das war mein Stuhl. Ich muss mir langsam echt einen Zeitplan machen mit den Aufnahmen. Und vielleicht bringe ich die als Livestream raus, sowohl bei World of Warcraft als auch bei The Elder Scrolls. Aber das genau, so genau weiß ich das nicht. Ich muss jetzt erstmal eine Organisation oder organisieren, dass ich doch öfters halt die Aufnahme mache und dass ich das einfach zeitlich auch hinbekomme. Okay, wir sind bei der Quest der Nalans Erde. Seid ihr nach Süden unterwegs? Zum Almetsee, wenn dem so ist, möchte ich euch um einen Gefallen bitten. Mein Kollege Denalan hat am Ostende des Sees ein Lager aufgeschlagen, in dem er die Pflanzenwelt Teldrassil studiert und Experimente betreibt. Er hat in Darnassus ein Päckchen seltener Erde bestellt und die Lieferung kam erst kürzlich mit Verspätung hier in Dolanar an. Würdet ihr ihm dieses Päckchen wohl bringen? Ja klar, machen wir. Geht in Frieden. Und ich schätze, wir müssen genau dahin, wo wir bei der letzten Folge waren, wo ich das erkundet habe. Ja, auf jeden Fall müssen wir auch dahin. Und es sind auch weitere Spieler hier unterwegs. Das ist schon mal super. Also ich werde halt nicht alleine sein, je nachdem, wie weit die anderen Spieler halt hier sind. Ja, und ich wünsche euch erstmal allen ein gutes Wochenende und genießt dieses Wochenende, weil Montag ist wieder die Arbeitszeit und wo man auch arbeitet. Und das Wochenende soll ja auch eine Erholung sein. Ich bin da jetzt auch am Überlegen, das als Livestream herauszubringen, je nachdem, wie ich das dann halt schaffe. Auf jeden Fall will ich nicht wieder irgendwelche Gegner hier wieder zu, oder die Gegner halt nicht gerne in die Gegner reinlaufen und wir sprechen jetzt mit Denalan. Hallo Denalan! Ich bin geehrt. Habt ihr etwas für mich? Oh ja, wir haben diese seltene Erde gefunden oder bring euch die Bestellung von der seltenen Erde. Ah, es ist da. Ich habe schon eine ganze Weile auf diese seltenen Erden gewartet. Hoffentlich sind sie noch frisch. Danke, dass ihr sie mir gebracht habt, Nisjaha. Ihr seid eine Nachtelfe, die sich noch die Zeit nimmt. Ja, klar. Bis bald. Da nehmen wir uns die Zeit für ihn. Und ja, also er bedankt sich auf jeden Fall. Und er hat auch eine weitere Quest für uns und die nehmen wir jetzt auch mal an. Ishnu Allah. Oh, er hat sogar zwei. Super. Die Entstehung von Teldrassil war ein großer Erfolg, doch jetzt muss sich die Welt neu orientieren, um wieder ins Gleichgewicht zu finden. Ja, klar. Okay, Bäumlingssamenkörner. Die Bäumlinge von Teldrassil sind Naturelementare. In ihnen spiegelt sich in gewisser Weise die natürliche Ordnung von Flora und Fauna unseres großen Baums wider.
Daher ist es höchst beunruhigend zu sehen, dass die Bäumlinge so wütend geworden sind. Besonders, wenn man bedenkt, dass inzwischen alles heilen sollte. Mhm. Aber ich weiß immer noch nicht, wie das alles zustande gekommen ist und was vorher war. Also ich habe zwar jetzt die letzten Tage mal im Internet recherchiert, bis jetzt nichts gefunden, und da ich halt kein Englisch besonders kann oder zumindest nicht sehr gut kann, ich will dem auf den Grund gehen. Ich habe mich mal viel mit verschiedenen Düngemethoden für Pflanzen beschäftigt und würde sie gern an Bäumlingssamenkörnern ausprobieren. Würdet ihr bitte in der Gegend des Almaed-Sees ein paar Bäumlingssamenkörner sammeln und mir bringen? Ja klar, wir sammeln also 6 Bäumlingssamenkörner und wir nehmen noch die Quest Bäumlingssprosse an. Und er will kleine Bäumlinge sprießen rund um das Wasser des Almaed-Sees. Ich fürchte, dass man diesen Schößlingen nicht mehr helfen kann. Wir sollten versuchen, sie auszureißen, bevor sie groß genug sind, um Probleme zu bereiten. Wenn ihr auf euren Wanderungen um den See Bäumlingssprosse seht, reißt sie bitte aus. Helft dabei, unser Land reinzuhalten. Okay, wir sollen 10 von diesen Bäumlingssprossen. Oh, und hier ist noch eine Spielerin. Ich werde wieder mein Würmchen holen. Und dann machen wir uns halt auch auf den Weg, dass wir hier auch die Gegner Oh, und wir haben eine Hose bekommen. So, super. Eine neue Hose. Und wir sammeln auch gleichzeitig die Samenkörner. Ja. Ihr könnt mir ja mal gerne sagen oder schreiben, wie euer Wochenende so verlaufen ist oder eure Woche soweit. Und ob ihr so gut in die Woche gestartet seid oder halt doch etwas, irgendwie, dass es halt nicht so gut war. Also ich hatte mich, also meine Woche fing am Anfang, also Anfang der Woche fing die halt super an. Aber dann gab es halt wie bei jedem halt irgendwelche Problemchen und die halt viel Zeit in Anspruch genommen hatten. Und ja, auf jeden Fall danke an die, die noch weiter abonniert haben. Da bedanke ich mich herzlich dafür. Und ja, mal schauen, wie viele noch abonnieren. Ich hoffe, dass es viele sind. Und ja, aber ich stelle halt nicht so große Ansprüche und versuche halt so irgendwie den Zuschauern, die halt im Moment meinen Kanal abonniert haben, denen soweit gerecht zu werden. Aber man weiß es ja, das klappt halt nicht immer und ja. Und was ich auch machen werde, ist mit euch in eine Instanz oder Dungeon zu gehen. Da muss ich auch noch gucken, wie ich das am besten dann mache. Und ob ich das mit Level 10 überhaupt kann. Da können wir auch später nochmal nachgucken. Und ja. Oder wisst ihr was? Ich kann das jetzt auch schon noch machen. Und nee, ich kann erst ab Stufe 15. Okay.
Ja, das heißt, ich muss noch 5 Level aufsteigen, bis ich hier mit euch die ersten Dungeons machen kann. Und ich bin auch dann soweit auch total aufgeregt mit euch, das dann halt in die erste Dungeon reinzugehen. Und nein, ein Vogel wollten wir jetzt nicht angreifen. Das ist nicht unsere Art. Ja, und wir haben uns ja am Anfang hatten wir uns von einem Satyr leiten gelassen, etwas Schändliches zu tun oder was Schädliches. Und wir mussten ja auch uns beweisen, dass wir oder dass der Charakter sich nicht auf die Seite des Satyrs gestellt hat. Die Hintergrundgeschichte, warum er uns dazu geleitet hat, weiß ich nicht. Ich habe sogar nicht, war soweit nicht ganz richtig verstanden, warum. Das könnt ihr mir auch mal in die Kommentare schreiben, warum das so ist. Und ja, auf jeden Fall, die Samenkörner haben wir schon mal. Jetzt müssen wir uns nur noch um die Bäumlinge kümmern. Da brauchen wir jetzt nur noch einen davon. Und was ich mich frage, ist halt, wie groß sowas werden kann, also so ein Bäumling. Das ist halt meine Frage, wie groß die überhaupt werden können. Und weil wir müssen sie ja jetzt vernichten. Oder wie er, unser Questgeber, es halt so schön gesagt hat, ausreißen, die Wurzeln ausreißen, also so gesehen einen laufenden Baum halt fällen. Aber leider geht das nun mal nicht so mit dem Fällen, und weil die laufen ja auch, und ich habe schon gesehen, ich habe wirklich die wieder angelockt, oder ich bin eher zu nah, ja eigentlich nicht zu nah lang gelaufen, eigentlich verstehe ich das gerade auch nicht, aber okay. Wir sprechen jetzt mal weiter mit den Alan. Wir geben ihm die Bäumlingssamenkörner ab und er sagt, habt ihr die Samen? Ich kann es kaum erwarten, sie einzupflanzen. Ja, hier, bitteschön. Ihr habt sie, das ist gut. Ich hoffe, dass mich eine sorgfältige Untersuchung verstehen lassen kann, woher die Verderbnis der Bäumlinge kommt. Ich werde diese Samen in einer speziell vorbereiteten Erde einpflanzen. Ich glaube, aus den Samen werden Bäumlinge wachsen, aber die viel sanftmütiger sind. Vielleicht könnt ihr euch später das Ergebnis ansehen. Ja klar, gerne. Jetzt gibt er uns automatisch noch eine nächste Quest. Relian Grünwipfel. Nisjaha, würdet ihr wohl eines der Samenkörner, die ihr mir besorgt habt, meinem Freund Relian Grünwipfel bringen? Er ist ein Druide, der sich bei der Hütte am Quell aufhält. Und bei unserem letzten Gespräch machte er deutlich, dass er an meiner Arbeit mit den Bäumlingen interessiert sei. Er hatte selbst ein paar Ideen und würde sich über ein Exemplar dieser Samenkörner sicherlich freuen. Danke, Nisja, ihr wart mir eine große Hilfe. Ich hoffe, dass ich euch eines Tages die Früchte meiner Arbeit zeigen kann. Die Hütte am Quell ist an der Straße, die in westlicher Richtung aus Dolana hinausführt, auf dem Weg nach Danassos. Okay. Wir müssen halt die Samenkörner oder ein Exemplar von den Samenkörnern einem Druiden geben. Und wir geben jetzt ihm noch die zweite Quest ab. Hallo Nisjaha. Habt ihr in der Nähe der Seen Schößlinge gefunden? Ja, haben wir. Bitteschön. Sind das viele? Ich fürchte, sie verbreiten sich gefährlich schnell. Hoffentlich kann ich den Grund dafür finden, warum sie so besudelt sind.
Danke für eure Hilfe, Nisjaha. Dank euch ist das Land wieder viel sauberer. Naja, eigentlich eher weniger, aber okay. Seid vorsichtig. So, und wir haben natürlich einen nächsten Rüstungsteil bekommen. Und wie ich sehe, muss ich auch verkaufen. Ich muss aber als erstes würde ich gerne das hier auch mit euch aufdecken. Und ja. Ja, auf jeden Fall ist es halt so. Ich habe auch nachgeguckt, ob es hier auch vielleicht Bücher gibt, die ich mit euch oder ich euch vorlesen könnte, aber irgendwie. Oh, nicht wirklich. Aber irgendwie habe ich da keine weiteren Informationen leider finden können. Und ich habe bis jetzt diesbezüglich auch von keinem anderen irgendwie einen Kommentar gelesen oder bis jetzt noch keinen Kommentar von wegen, dass man auch Bücher vorlesen kann. Das, wie gesagt, das wird mich halt wirklich interessieren, weil ich sehe zwar, es gibt zwar viele Bücherregale, aber die kann man leider nicht anklicken und halt durchlesen. Und ja, das ist halt schade. Und ich muss jetzt mal wirklich achten, dass ich nicht wirklich den Gegnern halt hier in die Arme laufe. Bei der Spinne wird es wohl ein bisschen problematisch sein, sag ich doch. Also bei der Spinne wird es halt doch etwas problematisch, da überhaupt mal wirklich ausweichen zu können. Aus dem Grund, ich habe immer das Talent, dass diese verdammten Spinnen mich immer entdecken, egal wie ich laufe, und manchmal ist das richtig nervig, weil ich würde gerne schnell dahin kommen und nicht ständig irgendwie Gegner umzuhauen. Klar, es gibt halt EP, was mich ja auch freut, aber aber manchmal ist das halt doch nicht so irgendwie vom Vorteil. Und ja, man wünscht sich zwar etwas unsichtbar zu machen zu können, aber ich glaube, als Priesterin geht das, glaube ich, nicht. Und das ist halt doch irgendwo ein bisschen schade. Was ich weiß, ist, dass man das bei den Druiden oder wenn man den Charakter als Druide nimmt, dass das möglich ist, dass man einfach mal besonnen sich unsichtbar machen kann und halt so den Gegnern halt ausweichen kann. Aber ich wollte halt keine Druidin machen und ich war halt, ich habe mich halt dazu entschieden, dass ich doch eher eine Priesterin mache. Das ist halt, was ich halt wollte. Und ja, ich hatte ja in der letzten Folge gesagt, Barlow, aber er hat ja auch bei den Druiden, Krieger war das, Todesritter glaube ich auch. Und naja, man hat das halt noch so im Hinterkopf, auch wenn das jetzt ungefähr zwei Wochen, ich weiß es jetzt nicht genau, sich das angeguckt hatte und man hat halt, sowas geht halt nicht schnell aus dem Kopf, also irgendwie bleibt ein Teil immer hängen. Und ja, ich weiß nicht, ob es später, wenn wir in die Erweiterungen kommen, ob das später irgendwie
Okay, wir haben jetzt Höhle der Knarzklauen aufgedeckt. Und ich würde jetzt gerne, ich will da niemanden angreifen und ich würde gerne eher außenrum gehen und meiner Quest auch, obwohl ich gerade am Überlegen bin, ob ich nicht den Portstein benutzen soll. Aber das wäre ja auch nicht gerade Sinn und Zweck. Und ich meine, querfeldein ist immer noch besser als nicht. Und ja, auf jeden Fall sehen wir hier schon, dass diese Gegner hier schwarz sind. Ich glaube, Entschuldigung. Und ich glaube auch, dass die Ursache für die Verderbnis sind. Und meine Vermutung ist, dass wirklich ein Satyr da dahinter steckt, dass er irgendwie daran die Schuld trägt, dass es hier dass es in Teldrassil die Verderbnis gibt. Und ich sehe hier gerade einen Jäger, ja, Nachtelfjäger. Er steht da halt gemütlich mit seinem Pet. Ja, auf jeden Fall, ja, Jäger wäre auch interessant gewesen, aber ich wollte jetzt keinen Jäger oder Jägerin machen. Aus dem Grund halt, weil ich nicht weiß, ja, wie lange man für eine Dungeon sucht. Und ich ja weiß von der guten Freundin, dass als Heilerin es schneller geht. Aber ja, da lasse ich aber, da werde ich aber, ja, auf jeden Fall abwarten. Und ja, ich versuche hier bestmöglich nicht in einen Gegner reinzulaufen. Aber ich glaube, ja, das wird schwieriger als ich. Oder? Nee, doch nicht. Also es wird doch etwas leichter. Aber wer weiß, wenn ich jetzt nicht richtig aufpasse, dann renne ich definitiv in einen Gegner rein. Und dann darf ich wieder kämpfen. Und ja. Ja, und Berufe werde ich auch definitiv machen. Ich weiß nur nicht, welche am besten wäre Schneiderin, weil sie trägt ja Stoff. Und da habe ich mich auch erkundigt, dass es den Beruf Schneiderin gibt. Ja, ihr könnt mir aber auch in den Kommentaren schreiben, was als Priesterin oder noch für einen Beruf oder Nebenberuf, ich weiß nicht, ob es auch ein Nebenberuf ist, gibt, was halt wirklich als Priesterin geeigneter ist, ob halt Schneiderer oder ich weiß nicht, welche Berufe das hier noch gibt. Da ich habe zwar mir das auf der Homepage von Battle.net angelesen oder beziehungsweise auf der Seite von World of Warcraft, aber ich habe halt nicht alles gelesen. Und ihr könnt mir ja gerne mal einen Rat geben, was für Berufe ich mit der Priesterin sinnvoller ist und was halt besser auch, ja, besser halt ist. Aber ich möchte gerne mit Grünwipfel sprechen. Kann ich Und behilflich sein? hallo? Kann ich euch irgendwie helfen? Ja, ich habe für dich ein Exemplar von den Bäumlingssprossen, die mir ein Freund von ihnen oder von dir gegeben hat. Ah, ein Bäumlingssamenkorn. Ich wollte schon immer eines davon haben, um den Alan bei seinen Studien zu unterstützen. Leider habe ich jedoch herausgefunden, dass viele der Bäumlinge eine Schädigung aufweisen und dass auch deren Samenkörner mit dieser Besudelung behaftet sind. Es ist mir nicht möglich, diese zu beheben, denn Alan hat einen grünen Daumen mit Pflanzen. Er könnte ein Heilmittel für künftige Bäumlinge finden. Vielleicht ist er ihre einzige Hoffnung. Ja, das hoffe ich auch.
Weil es wäre ja zu schade, wenn Teldrassil wirklich dem Ende oder halt dieser Verderbnis unterliegen würde. Oh, und ich bin Stufe 11. Yay, super. Okay, moosartige Tumore. Bosheit wuchert in den Bäumlingen. Wir versuchen, die Ursache dafür zu finden, aber bis dahin... Aus Sorge um Teldrassils Sicherheit müssen wir alle Bäumlinge fällen, denen nicht mehr geholfen werden kann. Diejenigen, die die Gegend um den Quellsee im Norden durchstreifen, sind am schlimmsten betroffen. Sie müssen ausgemerzt werden. Vernichtet alle Bäumlinge, die ihr dort findet, und sammelt die moosartigen Tumore, die auf ihnen wachsen. Bringt mir die Tumore, damit ich sie verbrennen kann. Ja, Tumore, moosartige Tumore. Normalerweise ist ein Tumor je nachdem gutartig oder bösartig, aber hier in diesem Spiel ist es halt doch so, dass die extrem bösartig sind und die Bäumlinge halt wirklich feindselig auch gegenüber den Nachtelfen sind oder generell über Teldrassil. Ich sehe gerade Würde der Kaldurei. Ich glaube, ja. Ja, ich werde die Quest auf jeden Fall jetzt erstmal annehmen. Ich werde eben den Ruhestein benutzen und in der Zeit auch mal eben meinen Tee trinken. Und ja, ich will hier auf jeden Fall keine Quest auslassen. Und von daher möchte ich schon gucken, dass ich auch alle Quests mitnehme. Und ich schätze, Teldrassil, die Bürde der Kaldurei. Ihr müsst nun den Mondbrunnen unter den Ästen des Orakelbaums im fernen Nordwesten aufsuchen. Er ist der erste und mächtigste unserer Brunnen. Und es heißt von seinem Wasser, es enthalte die Essenz von Eluns Macht. Entnehmt die Fiole des Wassers und kehrt zu mir zurück. Ich werde euch an der Weggabelung von Darnassus treffen, wenn eure Aufgabe vollendet ist. Okay. Auf jeden Fall, okay, wir müssen trotzdem da oben hin, was jetzt gerade bedauerlich ist, weil wir waren ja schon gerade da gewesen, aber die Quest wollte ich halt, wie gesagt, nicht auslassen. Und diesmal werde ich halt auch den Weg benutzen und nicht halt querfeldein, weil ich habe wirklich gerade keine Lust, in Gegner reinzulaufen und ständig da aufgehalten zu werden. Und da ich noch kein Reittier habe, ist das schon irgendwie etwas, wo ich selber sage, nein, dann nehme ich lieber den Weg. Klar, querfeldein ist kürzer, aber wenn nicht so viele Gegner wären, wäre es ja auch kürzer, aber halt dadurch, dass halt so viele, also Gegner sind, möchte ich gerade nicht wirklich querfeldein laufen und aufgehalten werden. Und daher laufe ich, naja, gemütlich, joggen. Naja, obwohl beim Joggen ist man auch schneller, also von daher. Ja, wir machen einen langsamen Joggen, weil wir joggen halt langsam. Aber es sieht wirklich fantastisch aus. Also der Wald gefällt mir auch, wenn es ein bisschen sehr bunt ist und nicht wirklich so an die Realität. Aber ich glaube, bei den Nachtelfen ist das, glaube ich, so und gerade in World of Warcraft sowieso. Also von daher, ja, also ich werde jetzt nicht irgendwie das kritisieren. Klar, was ich kritisieren würde, wäre die Grafik. Also ich meine, guckt euch das mal an.
Also ein Baum sieht so aus, von der Seite. Also wie ein Strich und in Wirklichkeit, also da würde ich gerne mir wünschen, dass die Bäume ein bisschen oder generell die Pflanzen ein bisschen realistischer dargestellt werden und nicht so, ja, zweidimensional, so wie Blatt Papier aussehen. Also liebes Blizzard, tut doch mal bitte einfach mal, dass das ein bisschen dreidimensionaler aussieht und nicht, gerade was die Pflanzen betrifft, nicht so flach wie, ja, wie Papier halt ist. Aber okay, ich, wie gesagt, es ist nur ein Kritikpunkt, den ich halt habe, dass halt die, gerade bei den Bäumen, die Äste halt nicht wirklich, dreidimensional sind, weil die kommen mir halt wirklich wie ein Blatt Papier vor und, aber nun gut. Vielleicht, oh, das ist das, was ich meine. Ich renne in einen Gegner rein und wundere mich, warum ich angegriffen werde. Okay. Ja. Aber nun gut. So bin ich halt. Ich renne halt gerne mal in Gegner rein. Und ich habe den Falschen angegriffen. Aber egal. Jetzt, da wo ich, da ich ja eh in dem Questgebiet ist, oder bin, ist es eigentlich gerade egal, ob ich jetzt gerade eine Spinne angegriffen habe. Aber was halt schön ist, dass hier der Rest halt wirklich so dreidimensional ist und nicht, also hier so wie bei dem Raykids ist es halt nicht wie ein Stück Papier. Das finde ich schon mal toll. Aber vielleicht arbeitet ja, wird das ja noch geändert, ich weiß es ja nicht. Und wie gesagt, ich beschwere mich halt nicht. Ja, es ist nur ein kleiner, kleinen Kritikpunkt, den ich habe. Da ich auch noch nicht mal weiß, wie es in den Erweiterungen aussieht. Weil ich bin ja noch so gesehen in der Classic. Ich glaube, das war die Classic-Zeit. Ich weiß es jetzt nicht. Ihr könnt mich auch korrigieren. Aber ich glaube, zu Anfang von World of Warcraft sah das doch, glaube ich, auch anders aus. Ich weiß es nicht. Ihr könnt mir das halt gerne schreiben. Weil, wie gesagt, ich habe World of Warcraft nicht so oft gespielt, beziehungsweise gar nicht gespielt. Vielleicht auch lag es daran, weil ich weil mich das so nicht interessiert hatte und ich halt andere ich habe zwar immer noch andere Prioritäten, aber vielleicht hätte ich das mal zu Anfang spielen sollen. Aber ich glaube, die Geschichten oder von den Quests her wäre das eh dasselbe gewesen. Oder gab es vorher andere Quests? Ich weiß es halt nicht. Ihr könnt mir das gerne sagen, ob die Quests von Anfang an da waren, die ich mache, oder halt doch, dass vorher noch andere Quests gab, die es jetzt nicht gibt. Ich weiß es halt nicht. Ihr könnt es mir gerne schreiben. Ich werde auch auf eure Kommentare werde ich auch natürlich auch antworten, weil das habe ich ja das habe ich bis jetzt immer gemacht und das werde ich auch so beibehalten. Und ich würde gerne bevor ich die Quest abgebe, einmal den Mondbrunnen eine Probe entnehmen. Und er hat ja gesagt, es ist dieser Mondbrunnen ist eines der mächtigsten Mondbrunnen in Teldrassil.
Und von daher werden wir jetzt auch eben die Probe gleichzeitig auch holen und entnehmen. Wenn hier keine Spinnen hier rumlaufen würden und ja. Also ich renne jetzt diesen Panther nicht gleich in die Arme. Naja, Arme eigentlich. Eigentlich ja, Arme. Punkt. Ich bleib jetzt dabei, Arme. Und wir haben hier irgendwo eine weitere Quest, die ich sehen kann. Zwei sogar. So, wir haben jetzt hier die Probe der Mondkunden halt gemacht. Und wir gehen jetzt zu der ersten Quest hier. Oh, und da ist auch die zweite. Okay. Hallo. Die verzauberte Lichtung. Man hat mich mit einer kleinen Gruppe Schildwachen hierher beordert, um den Orakelbaum vor den Harpien zu beschützen, die überall im Tal Nester gebaut haben. Wir versuchen, sie langsam aber sicher zurückzudrängen. Beim Versuch des Orakelbaums, einen Läufer mit einem Bericht nach Danassus zu entsenden, wurde dieser von einer Gruppe eben jener Harpien angegriffen und getötet. Wenn ihr glaubt, diese Aufgabe gewachsen zu sein, begebt euch zu ihnen, ihren Nestern, erschlagt sie und bringt mir zum Beweis eurer Taten ihre Gürtel. Okay, wir sollen 6 Harpien töten. Die Priesterin Tränen des Mondes. Einst wurde Lady Zatra von Elun geliebt. Grasil und Rhein spannen die Spinne ihre silbernen Feen im Mondlicht, wo sie den Abendnebel einfingen. Der silbrige Tau hatte starke Heilkräfte und wurde darum hier im Tempel aufbewahrt. Doch in jüngster Zeit ist Zatra dem Wahnsinn verfallen. Auch die ihr nachfolgenden Generationen sind nun gefährdet. Findet Lady Zatra Nisjaha und beendet ihr Leiden. Sie hält sich nordöstlich von hier am Fluss auf, sammelt ihre silbrigen Spinnendrüsen und bringt sie mir. Okay. Ja, das machen wir auch, aber ich würde gerne erstmal hier die beiden Quests abgeben, bevor ich halt, wobei, eigentlich, wir machen jetzt hier die Quest einfach weiter und gut ist, also, jetzt zurückzulaufen und dann wieder hier hin, möchte ich jetzt gerade nicht, ich würde jetzt gerne halt die Harpien angreifen. Und ich habe gleich 2 an der Backe. Super. Aber gut, dass man heilen kann. Also, ich brauche halt keine Heiltränke zu benutzen. Das ist schon mal was Positives, weil als Heilerin kann man sich halt selber heilen. Und man ist halt nicht auf diese Heiltränke halt angewiesen und daher ist das schon etwas Gutes. Ja, wie ihr mir hört, bin ich etwas leicht erkältet, leider. Aber okay, das ist in Ordnung. Also ich finde, das ist in Ordnung, dass man etwas erkältet ist. Und bei mir scheint halt die Sonne und es war auch gestern war auch es wie ein Frühlingswetter, also es war wirklich so ein schönes Frühlingswetter im Januar, was eigentlich untypisch ist, aber nun gut. Ich hatte zwar gehofft, dass halt Schnee liegt, aber irgendwie, naja, es ist halt kein Wunschkonzert und ja. Obwohl man halt weiß, im Januar ist es eigentlich so, dass halt Schnee liegt. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch da ist. Ob ihr Schnee habt oder halt doch nicht. Oder ob ihr auch froh seid. Ihr könnt mir ja auch sagen, ob ihr auch froh seid, dass es gar keinen Schnee gibt.
könnt ihr ja auch mal schreiben oder mal sagen, weil das würde mich halt sehr interessieren. Und ja, ich hoffe, ich kriege die jetzt so. Natürlich hat die kein Gürtel, was schade ist, weil mit den Harpien möchte ich mich nicht allzu lange aufhalten. So, wir haben jetzt den letzten Gürtel, zum Glück. Und ich würde jetzt gerne eher... verdammt. Mein Problem ist wirklich, ich muss hier wirklich querfeld einlaufen, um an meine andere Quest zu kommen. Nicht querfeld ein, aber an die Gegner halt vorbeirennen. Und ich guck gerade, okay, hier sind die Eulen, was schon mal gut ist. Weil hier sind aber keine Harpien, aber ich muss trotzdem aufpassen, wenn hier keine Harpien sind, sind hier entweder Spinnen. Und da läuft auch gerade einer. Und ich möchte jetzt nicht wirklich der Spinne in die, in die Arme laufen, weil da habe ich echt keine Lust gerade. Daher gucke ich schon, dass ich so gut wirklich außen rumlaufe und nicht gleich den Gegner wirklich in die Arme renne. Und ja, und ich habe schon rausgezoomt, aber weiter raus geht das halt nicht, weil ich trotzdem, auch wenn ich das jetzt tun würde, ich würde trotzdem halt anderen Gegner trotzdem in die Arme laufen, und von daher, ja, und wie ich es schon vermutet habe, ist gleich der nächste Gegner, also diese verdammte Spinnen, die haben es wirklich richtig auf mich abgesehen. Also mir kommt es jetzt wirklich so vor, als ob die es wirklich auf mich abgesehen haben. Und hier ist ein Druide. Ja, und er kann sich halt in Tiere verwandeln, wie ich gerade sehe. Und ja, auf jeden Fall kann der Druide sich auch unsichtbar machen. Ich glaube, das geht nur in der Katzengestalt oder als Katze. Und ja, auf jeden Fall kann er auch schnell laufen, wie ich gerade sehe. Und ja, vielleicht hätte ich doch eine Druidin machen sollen und keine Priesterin. Aber ich bleibe doch besser bei der Priesterin. Ich bedauere, dass ich euch vor dieser Aufgabe stellen muss. Aber für Lady Satra gibt es keine Hoffnung mehr. Mit den Spinnendrüsen wollen wir Elun ein Opfer bringen. Wir hoffen, dass Elun aufgrund dieses Opfers Satra segnen wird, damit sie wieder geboren werden kann und endlich Frieden finden kann. Ja, das hoffe ich auch drauf. Und ich drücke euch, Priesterin, die Daumen, dass es wirklich halt klappt. Der Wald trauert um Lady Satra, doch es musste getan werden. Ich hoffe, sie kann nun in Frieden ruhen. Danke, Nisjaha. Ja, das hoffe ich auch. Und wir werden jetzt mal mit der Schildwache reden. Ishnuala. Die verzauberte Lichtung, ihre scharfen Krallen und spitzen Schnäbel könnten eure Fähigkeiten auf eine harte Probe stellen, Nisjaha. Aber ich vertraue darauf, dass ihr bei dieser Aufgabe nicht versagt. Ich habe dir schon diese Blutfedergürtel gesammelt und habe, 8 Harpien? Ja, so ungefähr 8 Harpien halt, um die Ecke gebracht. Hey, komm Harpien, ich bring dich eben mal um die Ecke. Die verzauberte Lichtung. Ich bin beeindruckt.
was ihr in so kurzer Zeit alles bewerkstelligt habt, Miss Yaha. Ich würde euch am liebsten bitten, hier zu bleiben und mir bei meinen Pflichten zu helfen. Aber tief in meinem Herzen weiß ich, dass größere Aufgaben auf euch warten. Ja, das stimmt. Lernadres. So, ich habe einen Rücken bekommen, das würde ich auch gerne mal anlegen. Und auf jeden Fall wird das gerade sehr knapp und ich muss dringend mal verkaufen. Ich muss wirklich, wirklich, wirklich mal verkaufen. Und ja, und wie ich ja schon bereits gesagt habe, ich würde gerne dieses Gebiet wirklich fertig machen, also fertig questen. Und nicht so wie der Rat einer Zuschauerin halt im Facebook mich angeschrieben hatte und gesagt hat, ja, mach doch Sturmwind. Ich wollte erst der Bitte nachkommen, aber ich habe mich halt doch umentschieden, weil ja, ich würde gerne dieses Gebiet halt wirklich zu Ende machen. Und dann nach Sturmwind reisen und mal schauen, was wir da halt bekommen und wo wir überhaupt questen müssen. Das weiß ich nämlich gar nicht, ob wir da in Sturmwind ein Gebiet haben, die dem Level dementsprechend ist, und da müssten wir, oder ich müsste dann halt mal schauen, aber das werde ich jetzt nicht hier in dieser Folge machen, das werde ich halt auch nicht in off machen, sondern halt, ich werde halt gucken, dass ich das kurz bevor ich die Aufnahme starte halt mache, und wie ich sehe, läuft auch schon die Aufnahmezeit fleißig und neigt sich auch langsam den Ende zu, aber wir gehen jetzt erstmal mit Mondzorn. Wir reden erstmal mit Mondzorn. Friede sei. Teldrassil, die Bürde des Kaldorei. Sich in der Gegenwart des Orakelbaums zu befinden. Es ist, als fühle man Weisheit Form annehmen. Gemeinsam mit den Druiden hat der Orakelbaum das Wachstum Teldrassil sorgfältig im Auge behalten. Unsere Beobachtungen sind entmutigend, aber es ist nicht alles hoffnungslos. Der Baum erholt sich tatsächlich, nachdem er gesegnet wurde. Dennoch ist dieses Wachstum noch immer etwas verkümmert, eingeschränkt. Wir vermuten, dass ein Teil der Verderbnis noch immer im Baum verbleibt und noch bereinigt werden muss. Wir müssen diese Verderbnis einfach aufspüren. Okay. Ja, natürlich machen wir das hier auch. Wir, wie gesagt, Teldrassil ist ja befallen von einer Verderbnis. Und ja, wie gesagt, das ist jetzt schon die dritte Folge, wo wir dieser Verderbnis weiter aufspüren. Und in der zweiten Folge haben wir ja schon gemerkt, wie weit die Verderbnis überhaupt gegangen ist oder sich ausgebrochen hat. Und es wird mich ja jetzt interessieren, wie weit die Verderbnis wirklich ausgebrochen ist. Ob ganz Teldrassil jetzt eigentlich von der Verderbnis betroffen ist. Und er hat uns auch schon die nächste Aufgabe gegeben, Teldrassil. Der Anspruch des Tages. Ich möchte, dass ihr noch einen letzten Mondbrunnen besucht. Er liegt direkt südlich von hier, am Ufer der Teiche von Arlitrien. Seid vorsichtig. Wenn ihr euch dem Brunnen nähert und haltet eure Waffen bereit, ich verspüre eine wachsende Verderbnis von der südlichen Ästen Teldrassils her. Sobald ihr das Wasser habt, möchte ich, dass ihr es zu einem vertrauten Gesicht bringt, dem ihr dort an den Teichen begegnen werdet. Sie möchte dem
Verderbnis bekämpfen und hat nach euch persönlich gefragt. Ui! Mögen euch die Sterne leiten. Also, wir sind schon, also es spricht hier sich schon herum, dass wir versuchen, die Verderbnis aufzuhalten und Schadensbegrenzung zu machen. Das ist ja jetzt nichts anderes, was wir machen. Wir machen ja wirklich jetzt Schadensbegrenzung und versuchen halt diese Dunkelheit, ich sag's jetzt mal Dunkelheit, weil Verderbnis ist ja irgendwas wie Dunkelheit. Und ja, wir versuchen halt die Dunkelheit irgendwie aufzuhalten, weil man sieht ja, was bis jetzt passiert ist. Und hallo. Wart ihr schon an einem Quellsee, Nisjaha? Habt ihr dort Bäumlinge gejagt? Ja, wir haben die Tumore gefunden und hier sind sie. Gut gemacht. Diese Tumore sind ein Symptom der Bäumlingskrankheit. Sie sind mit einem Gift gefüllt, von dem wir unser neues Land säubern müssen. Ich werde diese Tumore entsorgen. Danke, Nisjaha. Ja. Gut, Stutzmesser, Streitkolben. Ich würde eher beim Stab bleiben wollen. Also ich will weder ein Dolch noch irgendein Streitkolben. Nehmen wir das, weil das gibt mehr Geld. Und wir sind bereits schon Level 12, also es geht wirklich voran. Und ja, wir reden jetzt mit den Nalan, der ist jetzt auch da. Oder war er schon die ganze Zeit da? Ich weiß es nicht. Ich muss mich einmal entschuldigen und ich komme gleich wieder. Und ja, ich sag mal bis gleich. So, da bin ich wieder und tut mir leid. Sieben Eiche, ich habe es. Ich muss einfach hierher eilen, um euch zu finden. Es ist eigentlich so einfach. Die Verderbnis hat sich von Bäumling zu Bäumling verbreitet. Doch ein einziger von ihnen ist die Quelle. Grimmeiche wird von dem größten Tumor vergiftet, den ich je gesehen habe. Ich würde ihn sogar als riesengroß beschreiben. Grimmeiche lebt früher in einer Höhle in der Nähe meines Sees, hat aber seitdem einen Schlupfwinkel im Nordosten des Quellsees gefunden. Nisjaha macht Grimmeiche ausfindig und sammelt seinen Tumor ein, entfernt den Ursprung dieser Verderbnis aus meiner Heimat.
Die Göttin jetzt ist wirklich die andere Frage, ist Grimreich wirklich, wenn wir Grimreich, oh, da oben ist auch noch eine Quest, aber da gehen wir, glaube ich, gleich hin. Hier ist die Fiole. Ja, wir gehen erstmal Grimreich. Also wir erledigen jetzt mal Grimreich und mal schauen. Aber ich glaube nicht, dass Grimreiche wirklich, okay, vielleicht bei den Bäumlingen der Ursprung zwar ist, aber nicht der von der gesamten Verderbnis. Also ich glaube eher, die Verderbnis hat auch einen ganz anderen Ursprung als Dolalan, ich weiß jetzt nicht, wie der heißt, vermutet. Und daher, klar, vielleicht für die anderen Bäumlinge vielleicht wird das ja helfen, aber ich denke mal eher, dass die Verderbnis also die Quelle einen ganz anderen Ursprung hat, als hier jetzt vermutet wird. Und daher, oh, eine Druide. Ein Druide oder Druidin? Nachtelfe, okay, Druidin. Und daher denke ich mal, dass der komplette Ursprung ganz woanders liegt als vermutet wird. Und wie gesagt, wir müssen ja Schadensersatz machen. Ja, Schadensersatz. Nennt man das Schadensersatz? Ja, wir müssen halt das wieder, das Gleichgewicht, ich sag jetzt mal einfach, wir müssen halt das Gleichgewicht wieder herstellen. Aber dafür brauchen wir wirklich und müssen wir auch wirklich herausfinden, wo die Quelle, wie die richtige Quelle ist. Aber okay. Wie darf ich helfen? Habt ihr Grimreiche schon gefunden, Nachtelfe? Ja, habe ich, und hier ist sein Tumor. Ich wusste doch, dass ihr bestens in der Lage sein würdet, den See von dieser schrecklichen Bestie zu befreien. Es ist schon traurig, einst war Grimreiche ein großer Anführer unter seinesgleichen, aber die Verderbnis unterscheidet leider nicht zwischen dem Geringen und dem Edlen. Die Größe dieses Tumors ist erschreckend. Aber ich muss ihn studieren, um mehr über diese Seuche herauszufinden, von der alle Bäumlinge betroffen sind. Danke, Nisjaha. Ja, bitteschön. Erleuchte euren Weg. Er will halt dieser Verderbnis wirklich erforschen und nachgehen. Aber ich glaube, er sucht an der falschen Stelle. Also es ist klar. Die Bäumlinge, also es geht ja um die Bäumlinge, aber es geht hier eigentlich um das große Ganze von eigentlich um Teldrassil und nicht nur um die Bäumlinge. Und daher nützt es auch irgendwie nicht, dass die Bäumlinge zwar dann geheilt werden, aber was ist mit dem Rest von Teldrassil? Und daher müssen wir schon gucken, dass wir wirklich den kompletten Ursprung finden und nicht irgendwie sagen, oh, unsere Arbeit ist getan und Teldrassil ist aber dennoch in Gefahr, so gesehen. Oder liegt immer noch der Verderbnis. Und daher möchte ich schon wissen, die eigentliche Quelle ist, wo alles angefangen hat. Das möchte ich halt gerne herausfinden. Und nein, bitte nicht spoilern. Also ich möchte nicht, dass ihr spoilert, weil ich möchte das gerne selbst herausfinden, weil sonst macht es mir dann keinen Spaß, irgendwie danach zu gehen, so gesehen. Und daher, ja, wir untersuchen jetzt Teldrassil und mal schauen, was wir so finden.
Ja, eigentlich sieht das sieht Teldrassil eigentlich friedlich aus. Also würde ich jetzt als Laie sagen, sieht eigentlich friedlich aus, wo ich aber, wir wissen ja, dass es nicht so ist. Das wissen wir ja. Aber jetzt so, wenn man gerade angefangen hat, ja, und noch nicht, keine Quest, würde man einfach, und hier halt lang spazieren, würde man einfach denken, ach ja, ist doch friedlich. Und in Wirklichkeit ist es aber nicht. Also der Schein trügt. Tarindrella. Gibt es Ärger? Es ist schön, euch wiederzusehen, Nisjaha. Kenne ich die nicht irgendwoher? Ich glaube, war die nicht am Anfang sogar? Wo wir in dieser Spinnenhöhle waren? Ich glaube schon. Wie ich sehe, habt ihr erfolgreich das Wasser der Mondbrunnen für Koritras Mondzorn gesammelt. Ich hoffe, ihr habt währenddessen viel gelernt. Ja, habe ich. Aber ich weiß jetzt nicht, wer du bist. Also anscheinend kennen wir uns schon vorher und ich weiß aber nicht, ob sie diejenige war, mit der wir in der Höhle waren. Aber dafür müsste ich dann nur die erste Folge anschauen und dann würde ich es auch wissen. Ich habe in der Tat auf meinem Weg hierher mit Koritras gesprochen und er hat mir das Wasser, das ihr gesammelt habt, zur Verfügung gestellt. Es könnte sich sehr wohl noch als nützlich erweisen, und zwar früher als wir dachten. Merkwürdigerweise ist die wachsende Verderbnis, die wir verspürt haben, in Wahrheit ein gutes Zeichen. Teldrassil ist schon seit langer Zeit mit dieser Verunreinigung belastet und dank des Regens der Drachenaspekte trifft sie nun in einer Form ans Tageslicht, gegen die wir etwas ausrichten können. Ah ja, okay. Also auf jeden Fall wissen wir jetzt, dass Teldrassil schon viel, viel früher von dieser Verderbnis belagert war. Okay, Eluns Rache. Während Teldrassil sich selbst von der Verderbnis reinigt, welche sein Wachstum all die Jahre entstellt hat, hat sich südlich von hier am Rand des Baumes eine bösartige Wucherung gebildet. Wir haben die Möglichkeit anzugreifen und die Quelle des Teufelsmooses, das die Knarzklauen, die Bäumlinge und alles andere verdorben hat, zu läutern. Mit dem Wasser, das ihr in den Mondbrunnen gesammelt habt und der erneuerten Kraft von Teldrassil selbst, kann ich euch eine kurze Zeit große Macht gewähren. Setzt der Verderbnis ein Ende, Nisjaha. Questziel ist halt, nutzt die Macht. Oh, junger Jedi. Nutzt die Macht. Entschuldigung. Die Tarindrella euch gewährt hat, um euch zum Herz der Verderbnis durchzukämpfen und es zu zerstören. Ist es jetzt wirklich, ja, ich weiß nicht, ist es wirklich der Ursprung oder eher, ja, also die sagen zwar, es ist der Ursprung, aber ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Okay, ach, wie schön. Also wir brauchen nicht viel zu machen, aber ich frage mich gerade, wo der Weg überhaupt ist und ob es hier überhaupt ein Weg müssen wir. Moment. Jetzt muss ich einmal gucken. Nein, ich laufe gerade irgendwie doch falsch und ja, verflixt. Ich würde ja jetzt sagen, verhext nochmal, aber das würde halt doch nicht wirklich so. Tim? Ach, ist das angenehm.
Das ist mal etwas, wo ich sage, es ist angenehm. So. So. Wir haben mal dem Baum geholfen und oder der Pflanze mal besser gesagt. Und wie gesagt, wir suchen immer noch den Weg, wo wir hin müssten. Aber bis jetzt habe ich den nicht wirklich gefunden. Und wie gesagt, ich laufe hier jetzt gerade hier rum. Und ich weiß nicht, ich habe keinen Schimmer, was wirklich... Ich weiß nur, dass wir hier wirklich... So sieht das viel besser aus, finde ich. Das Leuchten. Auf jeden Fall müssen wir hier erstmal uns den Weg wohl freibahnen. Und ich muss... Ich hasse diese CD. Oder den Cooldown, ne? Ja. Na super. Genau das, was ich eigentlich nicht wollte. Aber leider ist es halt. Es ist so, wie es ist. Und naja. Lass nicht dann Exorzismusarbeit, was wir machen. Naja, eigentlich vernichten wir ja die Satyre, ne? Verderbter Diener, Simon. Okay. Ah, wir sind... Oh. Ich habe, glaube ich, jetzt schon... Ja, wir haben hier einen Zweig der Verderbnis gerade. Und ich weiß nicht, wieso greift er mich jetzt nicht an? Kipp in die andere Richtung. Dankeschön, nicht auf mich. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ja, aber ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob das wirklich der komplette Ursprung war, weil, wie man sieht, sind die trotzdem noch verdorben und von daher, weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung, also, die sind ja, müssten die dann nicht das nicht mehr sein, normalerweise. Also ich werde jetzt gucken, dass ich hier wirklich nicht gleich in die Gegner reinlaufe, aber ich muss hier vorbei. Also ich bemühe mich wirklich hier dann nicht gleich in die Gegner reinzurennen. Also ich laufe hier wirklich zickzack. Und, ja, keine Ahnung. Also die Verderbten werden hier schon von den Bäumen hier von aufgehalten. Und, ja, es ist traurig, sowas zu sehen, ganz ehrlich. Und, naja, ich hoffe, wir können wirklich Teldrassil wirklich irgendwie heilen. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich der Ursprung der Verderbnis ist. Also, aber wir warten es einfach mal ab. Hallo. Eluns Rache. Elun sei gepriesen. Alles, worauf ich gestoßen bin, deutet darauf hin, dass die Verderbnis tief in Teldrassil selbst vergraben liegt. Ich hatte schon befürchtet, wir würden die Quelle niemals angreifen können, ohne den Weltenbaum dabei zu töten. Ich bin so dankbar, dass ich falsch lag. Diese günstige Wendung des Schicksals haben wir mal Furion zu verdanken. Vielleicht werde ich ihn aufsuchen, bevor ich wieder in die Wildnis aufbreche. Vielen Dank, Nesjara. Danke für alles, was ihr getan habt. Sicherlich werdet ihr eines Tages eine große Heldin sein. Uff, ja, vielleicht. Vielleicht doch nicht. Und natürlich sind wir gerade Level abgegangen. Nein.
Das Wasser von Teldrassil. Unsere Arbeit ist hier fürs Erste getan. Dieses Wasser hat sich als sehr bedeutsam herausgestellt, doch war es ursprünglich nicht für mich bestimmt. Geht nur und bringt es zu Kuritras an der Wegkreuzung. Ich bin mir sicher, er möchte gern, dass ihr es an seinem eigentlichen Bestimmungsort bringt. Okay, machen wir. Wir haben ein Handgelenk, Ausdauer. Eigentlich würde ich gerne andere Werte haben wollen, aber nun gut. Fürs Erste reicht das ja. Und wie gesagt, wir müssen ja jetzt wieder da zurück. Aber ohne irgendwie den Gegner, irgendwie den Gegner in die Arme zu laufen, das wäre schon viel besser. Ja, und ein Bad würde auch nicht schaden, dass man einfach mal frisch ist und nicht halt stinkt nach Schweiß. Aber anscheinend ist das Wasser trocken und nicht nass. Weil normalerweise müsste Wasser auch ernsthaft. Oh, ich habe mich selbst geheilt. Gut. Naja, egal, der Jäger macht das schon. Ich versuche wirklich hier auszuweichen und hier nicht gleich jeden Gegner in die Arme zu laufen. Weil darauf habe ich gerade keine Lust und meine Zeit neigt sich auch gerade dem Ende zu. Und ja, also wie ich schon, meine Vermutung war ja, dass dieser Baum nicht der Ursprung oder die Quelle sein konnte, wie die Gute das als erstes behauptet hatte. Und wie sich's herausgestellt hatte, stimmte das ja wohl, dass das nicht die Quelle ist, sondern die Quelle doch irgendwo anders liegt. Und ja, man weiß halt nicht, wo genau diese Quelle ist. Aber wir werden jetzt mit Mondzorn reden. Was führt euch hierher? Die Wasser von Teldrassil. Es ist schön, euch wiederzusehen. Ich spüre, dass Tarindrella auf dann Tarindrellas Aufgabe mit euch an ihrer Seite reibungslos verlaufen ist. Nicht wirklich, aber okay. Danke, dass ihr so schnell zu mir zurückgekehrt seid. Ich muss euch nur um einen letzten Dienst bitten. Wollen wir? Warum denn nicht? Die Heimat der Kaldurei. Es war zweifellos eine große Ehre, euch kennengelernt zu haben. Ihr seid der lebende Beweis dafür, wie nobel euer Volk ist. Naja, du bist auch ein Nachtelf, aber okay. Geht jetzt und beendet diese letzte Aufgabe. Bringt das Wasser zu Hirande Wisperwind in Darnassus. Ja, okay, machen wir. Aber nicht heute, weil wir werden hier oben noch eine Quest machen müssen. Wie hier die Quest der schimmernde Wedel. Der schimmernde Wedel? ich werde mich jetzt dazu nicht wirklich äußern, weil das bringt gerade, glaube ich, gar nicht. Und ja, ich würde mich für heute, Moment. Für heute würde ich mich bei euch verabschieden und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst doch bitte ein Abo da und Däumchen nach oben. Ich würde mich halt sehr darüber freuen. Ja, und wir sehen uns in der vierten Folge und ich hoffe, dass wir wirklich die Quelle der Verderbnis ausfindig machen können und auch beseitigen können, sodass Teldrassil wirklich sich selbst heilen kann oder halt von dieser Verderbnis einfach befreit ist.
Ja, und mal schauen, wie es weitergeht. Wo ist dieser Ursprung der Verderbnis? Und ja, wie gesagt, ich glaube schon, wir sind schon auf dem besten Weg, um das herauszufinden. Und ich bin gespannt, und wie es dann weitergeht. Ich wünsche euch was und ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Auf Wiedersehen!